Take your mark. Steigen. Gar nicht mal so einfach, hilft aber der Ausdauer, genauso wie dieser Plan. Und damit herzlich willkommen bei DocSwim und Trainingsplan Nummer 36, in dem Fall die Langstreckentreppe der Weltrekordlerin. Welche Weltrekordlerin ist gemeint? Wir müssen da etwas zurückblicken. In dem Fall ist gemeint Janet Evans, Weltrekordlerin über 400, 800, 1500 Meter Freistil, Mitte, Ende der 80er Jahre. Im Grunde so ein bisschen das Pendant zu Katie Ledecky von heute, versehen mit einem staccato-mäßigen Schwimmstil, gestreckten Armen, also sehr unorthodox damals schwimmend, aber sehr, sehr erfolgreich. Wir haben uns eine Trainingseinheit von ihr aus dem Archiv geholt und die schwimmen wir jetzt mal richtig schön nach. Hinein mit 300 Meter einschwimmen, ganz gemütlich auf Temperatur kommen, um die Systeme so langsam vorzubereiten. Ein paar technische Übungen vielleicht schon dabei und dann geht's weiter. In dem Fall mit 6x50 Metern, 35 Meter technische Übungen, gerne auch in verschiedenen Lagen, um die Koordination auch möglichst vielfältig zu entwickeln, plus 15 Meter in ganzer Lage, das Ganze mit guter Technik. Der Fokus liegt also komplett jetzt auf der guten Technik, überhaupt nicht auf der Geschwindigkeit. Danach gehen wir ganz leicht in die Intensitäten hinein, 4x50 Meter, dabei 15 Meter Beinarbeit, Sprint, in dem Fall ohne Brett, das heißt also mit gestreckten Armen in der Vorhalte. Wer es sich ein bisschen schwieriger machen möchte, der kann die Arme auch mal an den Oberkörper anlegen. Danach 35 Meter ganze Lage, wieder mit guter Technik die Bahn zu Ende schwimmen, beziehungsweise in dem Fall den 50er, wenn es sich um eine 25 Meter Bahn handelt. Und weil es dann schon so richtig gut läuft, 2x50 Meter, 15 Meter Spurt plus 35 Meter sehr, sehr lockeres Schwimmen, dient einfach dazu, die schnell kontrahierenden Muskelfasern zu aktivieren, Druck aufzubauen, damit man auch spürt, wie das Wasser härter wird, je schneller und kräftiger man dagegen drückt, um den Gegendruck dann im Umkehrschluss natürlich für Vortrieb zu nutzen. Und dann geht es schon hinein in die Treppe der Weltrekordlerin. In dem Falle jetzt die absteigende Treppe. Wir klettern also von oben nach unten in der Reihenfolge 400 Meter, 300 Meter, 200 Meter, 100 Meter in verschiedenen Intervallformen. Und so kommen ganz schnell ein paar Meter zusammen, um die Grundlagenausdauer zu verbessern. Zu Beginn einmal 400 Meter, das ganze Kraul GA1, gerne auch die zweite Hälfte leicht beschleunigt, das heißt also etwas schneller schwimmen als die erste Hälfte. Das bedeutet, der zweite 200er könnte so irgendwo zwischen 4 bis 6 Sekunden schneller sein als die ersten 200 Metern.
Weiter geht's mit 2x300 Metern jeweils, 50 Meter Beinarbeit, in dem Fall auch gerne wieder ohne Brett. Arme in Vorhalte oder am Körper, um die Rumpfstabilität zu verbessern. Danach 100 Meter ganze Lage, auch hier gerne in Hauptschwimmart gewechselt. Es muss nicht alles Kraulschwimmen sein, also wer Brustschwimmer, Rückenschwimmer ist, kann das ohnehin sehr leicht machen. Wer ein versierter Delfinschwimmer ist, schwimmt das einfach in Delfin oder aber andere Variante noch 100 Meter Lagen. Das Ganze zweimal durchgeschwommen sind 300 Meter, davon wiederum zwei Stück sind 600 Meter. Das nächste 600 Meter Set besteht aus 3x200 Metern, in dem Fall vorzugsweise in Kraul, und zwar hier die zweite Hälfte deutlich schneller geschwommen als die erste, um auch hier ein bisschen Tempogefühl zu entwickeln und auch Druck auf die Antriebsflächen zu bekommen, um eine nachfolgende Trainingseinheit schon so langsam vorzubereiten. Das bedeutet also, dass die zweiten 100 Meter so circa 4 bis 5 Sekunden schneller sein können als die ersten 100 Meter. Abschließend dieser abfallenden Treppe 4x100 Meter mit gleichmäßigem Tempo. Wer das in Kraul schwimmen möchte, das gilt vor allem natürlich für die Freiwasser- und Triathlon-Schwimmer, schwimmt es in Kraul gleichmäßig durch alle anderen. Das heißt also, die Spezialisten können auch hier schon in Hauptlage wechseln, wenn es dann auch nicht die Kraullage sein sollte. Kann durchaus helfen, auch hier, um nachfolgende Trainingseinheiten vorzubereiten. Wenn es zum Beispiel in der nächsten Trainingseinheit in Hauptschwimmart etwas intensiver zur Sache geht, ist es durchaus zu empfehlen, hier schon mal die Koordination darauf vorzubereiten. Ja, und dann heißt es 200 Meter ausschwimmen. Ein Blick auf den Zettel: 3100 Meter in der Gesamtaddition. Insofern auch hier ein Programm, das man relativ zügig durchschwimmen kann. Es muss auch gar nicht mehr sein, um die Grundlagenausdauer zu verbessern. Auch hier gibt es viele Variationsmöglichkeiten, wie immer bei diesen Plänen, die Lagen zu wechseln, auch mal verschiedene Anteile zu akzentuieren, wenn einem das wichtig ist, vielleicht auch mal auf Armarbeit zu wechseln oder mal einen Anteil komplett in Beinarbeit schwimmen. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die man individuell für sich finden kann. Damit dann auch schon der Hinweis für all diejenigen, die sich auf YouTube befinden, nämlich hier unten in der Beschreibungsbox, da findet sich der Link zum Plan für den Sprung auf die DocSwim-Seite. Wer sich dort schon befindet, der sieht hier unten den PDF-Download-Link des Plans und sollte sich im Idealfall gleich mal hier rechts eintragen in unsere Newsletter-Box, dann wird man informiert, wenn neue Artikel erscheinen und der neue Trainingsplan, der ja wie immer pünktlich am Montag herauskommt. Und deswegen bleibt jetzt nur noch zu sagen, viel Spaß mit diesem Trainingsplan. Wir sehen uns nächste Woche hier bei DocSwim.